Wir sind jetzt nach wie vor Backstage und bei mir zwei von den Jungs von Tagträumen. Danke, dass ihr euch auch die Zeit für uns genommen habt. Sagt mal, was war so euer Beweggrund, dass ihr euch gedacht habt, da möchten wir dabei sein? Ja, mich persönlich berührt die ganze Geschichte. Und dass jetzt eine Organisation oder ein Verein, jetzt so wie die Volkshilfe und die Stadt Wien gemeinsam sowas zustande bringt wie das da und so viele Leute da vor die Bühne bringt und Bands wie die Toten Hosen da herholt und dazu bringt, hier gratis zum Spielen für die Flüchtlinge, das finde ich toll. Und wir wurden gefragt, wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen und haben natürlich ja gesagt. Ich denke einfach, dass Österreich ein großes Land ist. Wir haben viel Platz, wir haben eigentlich das Geld dafür, das zu finanzieren. Und wir sind, ich will nicht sagen, wir sind reich, aber Österreich ist halt reich. Es hat schon ewig nicht mehr so viele Millionäre gegeben in Österreich wie jetzt. Es sind ungefähr 80.000. Und da, wo es so viel Reichtum gibt, da gibt es auch viel Verantwortung. Und wenn man das nicht zustande bringt, die ganzen Flüchtlinge irgendwie unterzubringen oder denen zu helfen, dann wäre das traurig.